Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Und ihr könnt es im Hintergrund auch schon sehen, Leute, heute gibt es das allererste Starter-Team, den allerersten Squad-Builder in FIFA 18 von mir. Ihr habt ja mehrfach in den Kommentaren geschrieben, wann ich denn mein erstes Starter-Team raushaue. Und das ist nicht das erste Team, was ich zum Beispiel jetzt, das erste große Team, was ich anpeile, sondern das ist das erste Team, was wirklich, wirklich leistbar ist, aber richtig, richtig stark, my friends. Und es ist ein Hybrid-Team, ja, also es ist nicht nur eine Liga, sondern wir haben drei verschiedene hier am Start. Einmal die englische Liga, einmal die spanische Liga und ein bisschen italienisch ist auch am Start, ja. Und dieses Team wird, weiß Gott, nicht viel kosten, Leute, aber es hat auf jeder Position wirklich starke Spieler besetzt. Und wir fangen einfach mal jetzt an mit der Defensive. Ich zeige euch mal, wen ich hier hinten habe und warum, weshalb, wieso. Eins wollte ich noch sagen, bevor wir uns das Team jetzt hier anschauen. Und zwar, verzeiht mir bitte, dass das Design jetzt wieder so... Scherzing with me, Java Update in der Himmel. Verzeiht mir, dass das Design so aussieht. Wie gesagt, ich kann irgendwie gerade nicht den Bereich auswählen. Ich habe es eben wieder versucht. Wenn ich den Bereich auswähle, fängt der Bildschirm an zu flackern und plötzlich ist alles schwarz und ich muss den Computer neu aufdrehen. Das muss ich regeln, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nichtsdestotrotz geht es ja hier um das Team. Also, let's go. Wir schauen uns mal die Verteidigung an. Und zwar, bam, so sieht die Verteidigung aus. Ihr seht im Tor Butland, my friend, der overpowerte Butland von FIFA 17. Wir wissen nicht genau, wie er in FIFA 18 sein wird, aber dass ein Torhüter ist, der gut halten kann, davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Deswegen steht der im Tor und ist halt Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unglaublich, ja. Dann die rechte Seite ist halt eben Englisch. Smalling, der bestimmt einen Downgrade bekommen wird. Ich habe ihm hier eine 81 gegeben, weil er eben bei der Version, die ich ihn gespielt habe auf der Gamescom, hatte er eine 81. Ich kann mich erinnern. Deswegen, er wird sicher schlechter werden, dementsprechend günstiger, aber immer noch für den Anfang ein starker Innenverteidiger, Leute. Und Valencia auf der rechten Seite ebenfalls. Der sollte auch nicht mega teuer sein, gerade auch, weil er, glaube ich, nur einen Stern auf dem schwachen Fuß hat oder so. Also das ist trotzdem hinten eine Macht, ja, vor allem von der Sprintgeschwindigkeit. Dann haben wir auf der linken Seite von Villarreal zwei Kollegen, und zwar einmal Semedo, der wirklich, wirklich super stark ist, Leute. Der hat nur 78, aber gönnt euch mal die Werte von dem Typen, ja, könnt ihr alle auf Foothead oder bei Footbin nachschauen. Richtig sick, Alter, der ist groß, super zweikampfstark, ist auch schnell, ja. Also der Pace unterteilt sich, ich glaube, der hat 75 Sprintgeschwindigkeit. Mit dem guten Chemistry-Style kann es bei dem richtig nice abgehen. Also ich würde sagen, ein Shadow könnte auf ihn super passen und auf Smalling ebenfalls ein Shadow. Ja, kommt immer darauf an, wie gut die Stärke ist. Ihr seht, Physis 84, ja. Links Costa, Jaume Costa oder wie man ihn auch spricht. Auch ein solider Spieler, ja, also mit das Beste, was man halt als Linksverteidiger so bekommen kann. Mit dem guten Chemistry-Style, zum Beispiel eben Anker, hat er über 90 Antritt und Sprintgeschwindigkeit und läuft super, ja, also kostet sehr wenig und spielt sich sehr gut. So, jetzt gehen wir ins Mittelfeld und das ist natürlich jetzt was ganz Interessantes. Und das Mittelfeld sieht nämlich so aus, my friends. Guckt euch das hier an, auf der linken Seite haben wir Trigueros, ja, das ist der Teamkollege von den beiden links, ja, allesamt von Villarreal, ist ein super Allrounder, Leute, ja, tolles Dribbling, tolles Passspiel, ist auch ein geiler Spieler so, also Four-Star, Four-Star ist er und Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich mit das Beste, was man kriegen kann, der macht nach vorne viel, kann nach hinten auch arbeiten, aber eher halt für den vorderen Bereich. Ihr seht, er kann auch abschließen. Mit 4 Sternen auf den Schwachen kann man da auch aus der Ferne mal ballern, ja. Ja, dann Renato Sanchez bekommt bestimmt auch ein Downgrade. Da weiß ich noch nicht genau, wie viel, aber wird auch wieder eine Karte sein, die für den Anfang sehr oft gespielt werden wird. Ich werde ihn definitiv testen. Und der war in FIFA 17 einfach mega overpowered. Und ich denke, dass er auch eine super Karte ist, da er zu Swansea gewechselt ist. Hat ebenfalls auch 4 Sterne auf dem schwachen Fuß. Kann also auch aus der Ferne abziehen. Eine tolle Option, würde ich euch empfehlen, ihn auf jeden Fall damit einzubauen. Das ist ganz, ganz, das wird ein Spieler sein, der ist, glaube ich, wieder einer, der sich gut spielen lassen wird und nach einer Zeit kann man dann halt noch stärkeren Spieler kaufen. Dann Emre Can, auch einer, der vom Preis-Leistungstechnisch wirklich super ist. Kostet nicht viel, spielt sich aber wirklich gut. Also hat eine tolle Physis, ja, Sprintgeschwindigkeit ist solide, das Dribbling passt, das Passspiel passt, der Abschluss ist halt nicht überragend. Der hat auch 4 Sterne auf dem Schwachen, aber mit einem guten Chemistry-Style kann man das super verbinden. Da ist halt die Frage, die sich stellt, wie viel will man bei ihm in die Offensive gehen? Ich glaube eher, der defensivere Part ist bei ihm wichtig. Das heißt, eher so ein Anker oder sowas wäre in dem Fall richtig. Ja, Anker oder Shadow, würde ich sagen. Ja, das ist halt eben das Mittelfeld. Und ihr seht, für das Geld
also wird nicht viel kosten, ist das echt eine kompakte Mannschaft. Ihr habt zwei Defensivspieler hier, ja, und einen, der nach vorne Vollgas gibt, ja, richtig nice. Und jetzt kommt die Offensive, my friends, jetzt kommt der Sturm, und zwar mit diesen drei Kollegen hier. Wir haben einmal Leroy Sané auf der rechten Seite, ja, von Manchester City, kennen wir alle, super Flitzer, auch recht groß, und das Einzige, was bei ihm halt ist, er hat 3 Sterne auf dem Schwachen und 3 Sterne Skill-Moves, aber für den Anfang, Gas geben am Flügel ist richtig nice. Auf der anderen Seite Nani, der auch einen guten Link zu Renato Sanchez hat, eben Portugal, beide spielen Lazio Rom, also Nani, der ist ja dort leihweise hingewechselt, und Immobile in der Mitte, ja, der übrigens auch jetzt wieder einen Hattrick geschossen hat, also auch ein Stürmer, wo man sagen kann, 4 Sterne auf dem Schwachen, ja, der kann aus der Drehung schießen, 3 Sterne Skill-Moves nur, ist in Ordnung, ja, 3 Sterne Skill-Moves, aber Hoch-Mittel-Arbeitsraten, richtig, richtig nice, ja, und Nani, der wird auch eine geile Karte haben, glaube ich, für den Anfang, 5 Sterne Skill-Moves, ja, und 4 Sterne auf dem schwachen Fuß, what is going on, my friends? Ja, da vernünftig einen Hawk drauf oder einen Hunter und ab geht die wilde Fahrt. Also richtig nice. Also gönnt euch dieses Starter-Team hier. Ich bin gespannt, wie es sich insgesamt spielen lässt. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da, Leute. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, wenn euch der, mein erster Squad-Builder in dem Fall hier gefallen hat, dann zeigt mir das doch bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben. Schaffen wir 2000 Likes. Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Ja, und abonniert meinen Channel für mehr FIFA 18 Videos. Jetzt kommt wirklich fast täglich was, Leute. Ich bin nur am Ackern. Nur am Vorproduzieren, es macht so viel Laune. Ja, vergesst nicht die Social Media Kanäle von mir abzuchecken. Da sage ich euch jedes Mal Bescheid, sobald was nächstes kommt oder was als nächstes anliegt. Einfach abchecken, vor allem Instagram, ja, mit Insta-Story, alles in der Beschreibung. Und bitte ins Kommentarfeld reinschreiben, gefällt euch das Team und in welche Richtung wollt ihr noch was sehen? Ja, ich habe richtig Bock und ich bin für alles offen. Ja, das war's für heute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.